Erweckung. Wie ist das eigentlich mit der Erweckung? Und mein Thema habe ich überschrieben, für Erweckung muss man aufwachen. Ne? Ist ja logisch. Es geht ja darum, dass man wach wird. Erweckung. Erweckung. Weißt du, Erweckung ist ein Begriff, den ich seit vielleicht 30 Jahren, 35 Jahren schon so oft gehört habe. Und es gibt Menschen, ich kenne auch solche, die reagieren schon fast allergisch auf das Wort. Die fangen an mit den Augen zu rollen, die kriegen fast die Krise. Ja, die können davon nichts mehr hören, die wollen davon nichts mehr hören. Die hatten vielleicht auch mal da irgendwelche Erwartungen reingesetzt und die haben sich nicht so erfüllt, wie sie gedacht haben, dass sie sich erfüllen könnten oder müssten. Und die sind richtig aggressiv, was stinkig ablehnt dagegen und beschimpfen einen. Oder wie dieses besagte Mail, ist unrealistisch, in Fantasterei, totaler Quatsch, Wunschdenken. Und abgesehen davon, sagen auch noch manche, abgesehen davon steht es ja gar nicht in der Bibel. Ne? In der Bibel lesen wir nur, zum Ende gibt es den riesigen Abfall und von Erweckung gibt es gar nichts. Okay, das hatten wir vor einigen Monaten, das Thema. Da flogen uns ein paar Fetzen um die Ohren, weil wir da was gesagt hatten, was einigen Leuten nicht gefallen hat. Und daraufhin haben wir eine Predigt gemacht, die heißt, die endzeitliche Erweckung. Wenn du dich also fragst, ob das denn biblisch ist, dass es nochmal eine gewaltige Bewegung Gottes gibt. Ob das verheißen ist, dann guck dir das Video an. Weil da sind verschiedene Punkte, auf die ich dann eingehe. Und in der Beschreibung unten unter dem Video, unter dem Player, in dem Textblock, da ist auch der Link gleich drin, wenn du dir das anschauen willst, das Video, die Predigt, die endzeitliche Erweckung. Okay. Die einen kriegen also den Rappel, wenn sie das Wort nur hören. Die anderen sind sowas von begeistert und sowas von inspiriert und on fire, dass sie nur darauf warten, dass irgendwo, irgendwann irgendwas passiert, Gott irgendwas tut, ja, und diese Erweckung dann wie von selbst uns schier überrollt. Ja, wie eine Explosion, die einen überwältigt, auf einmal ist Erweckung da und alles ist super. Und ich glaube, dass es anders ist, ja. Und da möchte ich mit dir heute Abend einfach mal drüber nachdenken. Der Begriff ist echt ziemlich strapaziert worden in den letzten Jahren. Und ich habe da mal nachgeschaut in der Bibel, wo das Wort überhaupt vorkommt, und da war ich verblüfft. Andererseits ist es so, wir selber, wie du gerade gehört hast, Erweckungsproklamierer. Wir sind vor etwa gut 20 Jahren, etwas mehr als 20 Jahren, sind eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, dem Ruf der Erweckung gefolgt. Wir hatten einfach auf dem Herzen, unser Leben für den Herrn hinzugeben, für komplette Veränderung unserer Länder, unserer Nationen, unserer Gesellschaften, weil wir gesagt haben, ey, es muss mehr geben. Das, was wir in den Gemeinden sehen, das kann doch nicht alles sein. Das ist doch nicht biblisches Christentum, wie wir es im Neuen Testament lesen. Also zumindest in den Gemeinden, wo wir waren. Ja, wir haben gesagt, das ist vollkommen irre. Ja, wir lesen in der Bibel das eine, das deckt sich mit fast nichts mit dem, was wir hier erleben in unserem Umfeld damals. Und wir waren dann aufgestachelt, haben den Herrn gesucht, haben gebetet, gefastet, sind zu Konferenzen gefahren und so weiter. Und wir wollten Erweckung, wir wollten dieses Feuer, wir wollten das haben. Und dann irgendwann hatten wir, unsere Existenz ist aus verschiedenen Gründen zusammengebrochen, haben gesagt, jetzt gilt's. Wenn nicht jetzt, wann dann? Haben unser, was wir so hatten, haben wir verkauft, sage ich mal, Lebensversicherung uns auszahlen lassen und sind auf die Bibelschule gegangen, weil das war der Ruf der Erweckung. Die hat er uns gecatcht, der Herr hat uns so richtig gefangen genommen und wir haben gedacht, das ist es. Wir müssen unser Leben für etwas Größeres einsetzen als das, was wir bis jetzt gesehen haben im Christentum. Und der besagte Spruch, der eigentlich uns dann das Herz erwischt hat, das war, Erweckung kommt nach Europa und Deutschland ist der Schlüssel. Ja, das war der Spruch, den insbesondere Bob und Emma Humburg und Mike und Kate Chance immer und immer und immer wieder gebracht haben, dass ihr Leben vorangetrieben hat. Und das haben wir übernommen. Das haben wir genommen und gesagt, ja, dafür lohnt es sich, das ganze Leben hinzugeben. Das ist richtig. Der Herr hat Erweckung verheißen. Was immer dich dahinter verbirgt, da kommen wir gleich drauf. Erweckung verheißen und es lohnt sich, das Leben dafür hinzugeben.
Ja? Und in dem Sinne erwarten wir Erweckung, und zwar noch vor der Wiederkunft des Herrn, eine Ernte für das Reich Gottes, eine große Erweckung der Christenheit, eine große Ausgießung des Heiligen Geistes, tatsächlich mit Wellen von Bekehrung, mit übernatürlichen Kraftwirkungen wie zur Zeit der Urgemeinde und mit einer gewaltigen Freisetzung von Zeichen und Wunder, Heilung, Krafttaten und so weiter und eben Menschenscharen, großen Menschenscharen, die Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen. So, das war unser Bild von Erweckung damals und das ist unser Bild von Erweckung heute. Ich weiß natürlich, dass das nicht deckungsgleich ist mit dem Bild, was alle Menschen haben. Und deshalb wollen wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Also, wie ich gerade sagte, ich habe mal nachgeguckt in der Bibel. Und das Wort Erweckung gibt es schon mal gar nicht. Ne? Das ist ein moderner Begriff. Aber das Wort Erwecken, allerdings anders, als wir uns das gedacht haben, fand ich interessant. Und jetzt bringe ich dir einfach mal einen ganzen Schwung von Dingen, die der Herr in der Regel erweckt hat. Also 5. Mose 18, 18 finden wir auch in Apostelgeschichte 3. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken. Da sagt Gott zu Mose. Einen Propheten erwecken. Oha. Ne? Dann geht es weiter. Aus ihren Brüdern und meine Worte will ich in seinen Mund geben und so weiter. Eine andere Bibelstelle in Richter 2, Vers 18, ähnliche Aussagen gibt es mehrfach im Buch Richter, war: Wenn aber Jahwe ihnen Richter erweckte, so war Jahwe mit den Richtern und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde und so weiter. Also Propheten und Richter werden erweckt. Von wem? Vom Herrn. 1. Samuel 2, Vers 35. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken. Der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten immer da einhergehe. Einen treuen Priester, den ebenfalls der Herr erweckt. Aber es gibt auch ganz was anderes. 1. Könige 11, Vers 14. Und Jahwe erweckte Salomo einen Widersacher. Oha, den Edomiter Hadad vom königlichen Geschlecht in Edom. Der Herr hat einen Widersacher erweckt. Das muss man auch erstmal verdauen. Übrigens hat der Herr noch einen zweiten Widersacher gegen Salomo erweckt. Da gibt es noch eine zweite Stelle. Noch doller ist es in Jesaja 13, Vers 17. Da heißt es doch tatsächlich, Gott sagt, denn siehe, ich will die Meder, also ein ganzes Volk, ein kämpferisches Volk, die Perser und die Meder, ja, die das babylonische Reich überrannt haben. Ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen und oder nach Gold fragen. Also das ist doch sehr interessant. Der Herr erweckt alles Mögliche, ja. Das heißt, er irgendwie aktiviert das. Ja, das heißt also, irgendwie aktiviert er das. Ja, hier Propheten, Richter, Priester und eben tatsächlich Widersacher oder ein gegnerisches Volk. Dann natürlich, das ist klar, Jahwe aber wird sich einen König über Israel erwecken. Der König wird auch von Gott erweckt. Ne? Der wird das Haus Jerobeam ausrotten und damit ist Jehu gemeint. Okay, 1. Chronik 17, Vers 11. Wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne erwecken, dem will ich sein Königtum bestätigen. Ich denke, das sagt der Herr zu David. Ganz ähnlich klingt es in Jeremia 23, Vers 5. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Jahwe, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Na, ganz offensichtlich der Messias. Ja? Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Halleluja, sowas bräuchten wir übrigens bei uns auch in unseren Ländern. Herrscher, die wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben werden. Das ist etwas, wofür wir beten können. Ich glaube, das ist dem Herrn wohlgefällig. Und es ist etwas, was erweckt wird. Der gerechte Spross wird erweckt von Gott. Psalm 89, Vers 20. Damals hast du geredet durch ein Gesicht zu deinen Heiligen und gesagt, ich habe einen Helden
erweckt, der helfen soll und so weiter. Einen Helden erweckt. Gott erweckt Helden. Also ist doch cool hier, was da alles steht. Propheten, Richter, Priester, König, Nachkommen, Helden. Alle von Gott aktiviert, in Gang gebracht, erweckt, aufgeweckt. Und dann noch eine Bibelstelle mit Helden, und die ist eigentlich die bekannteste, wenn es um Erweckung geht. Joel 4, Vers 9. Ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden. Erweckt die Helden. Halleluja. Erweckt die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Ja? Erweckt die Helden. Das ist etwas, was wir beispielsweise bei den Nissi-Betern haben wollen. Ja? Leute, die bereit sind, im Geist wirklich Land zu erobern für den Herrn. Helden zu werden. Im Gebet. Im Gebet kannst du Schlachten schlagen, du kannst Dinge bewegen, du kannst etwas erreichen. Das ist wirklich heldenhaft. Das ist genial. Im Geist. Dann, sehr interessant auch, in 2. Chronik 36, Vers 22 können wir lesen, dass Gott den Geist des Kyros, des Königs von Persien, erweckt hat. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte Jahwe den Geist des Kyros. Das war ein heidnischer König. Der hatte nicht das Geringste im Grunde genommen mit Gott zu tun. Aber Gott wollte ihn gebrauchen. Und er hat ihn erweckt, wie auch immer das zu verstehen ist. Ich sage mal aktiviert. Ja? Er hat ihn aktiviert. Mit diesem Geist erweckt, das finden wir dann auch mehrfach in der Bibel. In Esra 1, Vers 5 beispielsweise heißt es, da machten sich die Häupter der Sippen und so weiter auf, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus Jahwes in Jerusalem zu bauen. Das waren Leute, die wollten den Tempel wieder errichten. Und das waren Menschen, deren Geist war von Gott dazu erweckt worden. Also bis jetzt ging alles von Gott aus. Ne? Das ist schon mal bemerkenswert, diese Aktivierung der unterschiedlichsten Leute, der unterschiedlichsten Gruppen. Haggai 1, Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause Jahwes. Der Herr erweckte den Geist von diesem Zerubabel, das war der Leiter, dann von Jeschua, das war der Hohepriester, ja, und den Geist von allen übrigen im Volk Gottes. Von Gott aus. Und das ist interessant. Gott erweckt den Geist in seinem ganzen Volk. Bemerkenswert. Dabei ging es auch um den Bau des Tempels. Und das ist das, worum es heute geht. Es geht um den Bau des Reiches Gottes. Es geht darum, dass Gott uns aktiviert. Wie auch immer. Wenn wir es denn zulassen. Amos 2, Vers 11. Und ich habe aus euren Söhnen Propheten erweckt und Gottgeweihte aus euren Jünglingen. Ist's nicht so, ihr Israeliten, spricht Jahwe. Also, Propheten, Gottgeweihte, Männer und Frauen Gottes. Dann haben wir hier was aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 8, Vers 7. Da lesen wir, dass Paulus sagt, wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben. Also all diese Dinge, Glaube, Wort, Erkenntnis, Eifer und vor allen Dingen auch Liebe, ist von den Aposteln erweckt worden in den Leuten. In dem Fall in den Korinthern, die den Brief hier empfangen haben. Ja? Das ist etwas, wo er sagt, hey, diese Dinge, die ihr habt als Volk Gottes, mussten erweckt werden durch uns. Also durch die geistlichen Leiter, durch die Apostel in dem Fall. Durch diejenigen, die das schon hatten und es ihnen weitergeben konnten. Die haben das aktiviert im Volk Gottes. Und du merkst, hier kommt ein anderer Aspekt rein. Hier gibt es jetzt etwas, das Gott Menschen gebraucht, um etwas zu tun im Neuen Testament.
2. Timotheus 1, Vers 6 schreibt Paulus an Timotheus: Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, dass du, also er selber, erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Ja, jetzt wird es ja noch spezieller. Timotheus selbst sollte das erwecken. Die Gabe Gottes. Geistesgaben. Erwecken von Geistesgaben. Das ist jetzt mal was ganz Interessantes. Wir denken normalerweise, das kommt irgendwie über uns, der Herr schenkt uns das oder sonst was. Aber auch wir haben da unseren Teil dazu beizutragen, das zu aktivieren. Zu trainieren, da reinzugehen, das zu üben. Weißt du, manche Leute wollen ins Zungenrede auslegen können. Ja, da musst du mal anfangen. Du musst anfangen zu beten, du musst anfangen, das zu praktizieren. Viele Leute wollen Träume haben, Visionen haben. Dann musst du darum beten, dass der Herr dir die Augen öffnet und dass das freigesetzt ist. Ja, prophetisch reden und so weiter, was auch immer. Dann musst du anfangen, dem Herrn darum zu bitten und gleichzeitig anfangen, es zu praktizieren. Gib dem Herrn eine Chance, dass es bei dir praktizieren werden kann. Aktiviere es selbst. Hilf dazu, dass das sich in deinem Leben aktiviert. Ja, ich bin 100% überzeugt, dass es gigantische Geistesgaben im Volk Gottes gibt, die einfach schlummern, weil die Leute nicht wissen, wie sie es aktivieren können. Und für sowas ist das hier geschrieben. 2. Timotheus 1, Vers 6. Erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Hey, das ist doch klasse. Der Herr hat was in dich hineingelegt und du kannst beitragen, dass das aktiviert wird. Also, sitz nicht auf dem Sofa und denk, oh Herr, oh Herr, oh Herr, sondern go into action. So, 2. Petrus 1, Vers 13. Das ist nochmal so wie Paulus gerade eben. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, also in seinem Körper, euch zu erwecken und zu erinnern. Also ähnlich wie Paulus zu den Korinthern sagt, ich habe das in euch erweckt. So sagt Petrus hier, ich erwecke euch. Ich erwecke euch. Also das ist etwas, wo ein geistlicher Leiter die Position hat, das Volk Gottes, die Menschen, die ihm anvertraut sind, zu erwecken. Der kämpft darum, der ist da dran. Ja? So, und ganz ähnlich heißt es dann später nochmal in 2. Petrus 3, Vers 1. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe. Ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke. Also etwas ganz speziell ist, ja, also eure Herzenshaltung, euren Sinn, gereinigten Sinn, das erweckt Petrus in den Menschen durch das, was er geschrieben hat. Also ich verstehe das so, dass du sagst, wenn du sowas haben willst, dass dein Sinn erweckt wird, ey, dann beschäftige dich mit dem Wort Gottes, beschäftige dich mit dem, was geschrieben ist, beschäftige mich mit dem, was der Herr gesagt hat, beschäftige dich mit dem, was an Verheißung da ist. Das wird deinen Sinn ändern, das wird dafür ändern, dass dein ganzes Denken anders wird, das wird dich wirklich segnen. So, ich fand es überraschend, diese Aufzählung von Erweckung, weil das klang jetzt nicht so wie das, was wir natürlich als Bild von Erweckung hatten und noch haben, sondern wir haben gemerkt, hey, der Herr ist aktiv. Er weckt alle möglichen, Könige, Priester, Propheten, Nachfahren, alles mögliche, auch Gegner eventuell, ja. Aber gleichzeitig gebraucht er Menschen, um andere zu erwecken. Und das ist so ein Herzenswunsch von uns, dass wir euch helfen, in diese Erweckung, persönliche Erweckung hineinzukommen, ja. Weil uns haben auch Leute geholfen. Wir haben Menschen gehabt, die uns geholfen haben, in die Hand genommen haben, gedacht haben, hey, es gibt mehr, du kannst dich nach mehr ausstrecken, werd aktiv. Wir haben das gesehen an Beispielen, wir haben gesehen, wie die dienen, beispielsweise im Befreiungsdienst. Allein zu sehen, wie das funktioniert, war ein riesiger Segen für uns und hat uns in dem Sinne tatsächlich da erweckt. Richtig erweckt. Also ich glaube, das beste Wort ist einfach aktiviert. Aktiviert. Wenn du erweckt bist, bist du aktiviert. Du schläfst nicht mehr, sondern bist eben wach. Ja, bist in Action. Gut. Okay. Grundsätzlich für die meisten Menschen ist Erweckung natürlich so ein Sammelbegriff.
Ja, da versteht man irgendwas drunter. Ja? Das gibt es im ganz Kleinen, wie hier jetzt beispielsweise, was ich gerade so erzählt habe, die persönliche Erweckung, also der Einzelne, der erweckt wird, weil der Herr an ihm gearbeitet hat, weil er sich nach mehr ausstreckt, weil er mehr vom Herrn haben will. Ja? Oder natürlich dann eine Gruppe, eine Gemeinde beispielsweise, ein Gebetskreis, der auf einmal erweckt ist. Oder aber tatsächlich große Teile im Volk Gottes. Auf einmal sind sie aktiviert, auf einmal sind sie mobilisiert, auf einmal sind sie wach, auf einmal tun sie die Dinge Gottes. Ja? Und das nennt man ganz unterschiedlich. Das kann Erweckung heißen, das kann genauso gut Revival heißen oder eine Ausgießung des Geistes, ein neues Pfingsten, was weiß ich, Spätregen oder Feuer Gottes oder eine Bewegung Gottes. Es ist eigentlich wurscht. Worum es geht ist, dass Menschen sich öffnen, dafür, dass Gott durch sie wirken kann und das tun kann, was auf seinem Herzen ist. Wir werden uns das gleich noch anschauen. Das ist ganz schön herausfordernd. Es gibt eine Sache, die ist bei allen Erweckungen ganz entscheidend eigentlich immer zu beobachten gewesen. Evangelisation. Das war kein kleines Grüppchen in so einer Gemeinde, die auf einmal alle ganz happy-clappy waren, sondern es war etwas, was immer nach außen ging, wo Menschen mit dem Evangelium erreicht wurden, wo Leute geheilt wurden, befreit worden sind, wo Leute dazu kamen, gerettet worden sind. Echte Erweckung ohne Evangelisation gibt es gar nicht. Erweckung und Evangelisation gehören absolut zusammen. Und dafür gibt der Herr auch die Geistesgaben, dafür gibt er es, dass Menschen gerettet werden, dass die Ernte eingebracht wird. Ne? Und dann kommt es tatsächlich auch, in manchen Erweckungen kam es dann zu einer direkten Beeinflussung der Gesellschaft. Weißt du, Leute haben aufgehört, Zeug zu klauen, haben das zurückgebracht, haben ihre Steuern bezahlt, haben irgendwelche Dinge in der Familie, die doof liefen, in Ordnung gebracht, haben einfach, kam von Süchten frei, was weiß ich, Alkoholismus und so weiter. Und die Dinge in der Gesellschaft kamen wieder in eine bessere göttliche Ordnung hinein. Ne? Die Gemeinden sind gewachsen und die Menschen waren begeistert für die Dinge Gottes. So, das ist alles richtig. Und das gibt es jetzt auf verschiedenen Ebenen. Wie schon gesagt, auf der persönlichen Ebene, was eigentlich zwingend wichtig ist. Ja, es müssen einzelne Menschen sein, die erweckt sind, damit sie anderen, ich sag mal, das Feuer weitergeben können. Es gibt es aber auch in Regionen oder in großen Gemeindeverbänden, die leben tatsächlich in Erweckung. Also beispielsweise in Südamerika gibt es das. Da gibt es, ich sag mal, Erweckung seit Jahrzehnten. Ja, wo wirklich das passiert, wo das Christentum sich ausbreitet, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Zeichen, Heilung, Wunder sind und so weiter. Allerdings fast nur auf der Südhalbkugel. Die leben sozusagen einen Lebensstil der Erweckung. Ne? Reinhard Bonke hat mal gesagt, also Leute, schaut euch mal an, was hier passiert bei einer Veranstaltung. Da kommen Hunderttausende zum Herrn, teilweise Millionen von Menschen. Die Leute bringen ihre Leben in Ordnung, ja, Ehebrecher tun Buße, kümmern sich wieder um ihre Familie, ihre Kinder. Leute nehmen eine ordentliche Arbeit an, Diebe bringen ihr Zeug zurück. Hey, was wollt ihr mehr? Das ist Erweckung, was hier passiert. Ja? Was wollt ihr mehr, wenn ein paar hunderttausend Menschen gerettet werden und den Herrn annehmen, als wenn das nicht Erweckung ist? Was denn dann sonst? Ja, die Behörden waren immer ganz begeistert, wenn diese CFAN-Evangelisationen da waren, weil sie wussten, auf einmal fangen die Leute an, wieder ihre Steuern zu zahlen. Ja, und das ist etwas, wo man sagen kann, es gibt Regionen, wo Erweckung ist. Oder Erweckung, sagen wir mal, viel bewegt und wo Leute in dieser Erweckung drin bleiben. In Afrika beispielsweise gibt es da wirklich coole Sachen, wo Leute, auch Pastoren mit ihren Gemeinden, die leben richtig da drin. Einen, sagen wir mal, Lebensstil der Erweckung. Das ist allerdings das eine. Etwas anderes ist es mit einfach der weltweiten Entwicklung, sage ich mal. Die weltweite Entwicklung ist ja auch noch so ein Thema, ne? Weltweit gesehen gibt es, Erweckung. Christen werden erweckt und tun die Dinge Gottes. Und da habe ich hier nur mal einen Text vor kurzem jetzt wieder in die Hand bekommen. Der ist aus dem Jahr 2017 und das war ein Text, da hat Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, der hat einem Journalisten hier ein Interview gegeben und da heißt es,
dass Lauren sich sicher ist, dass die große Erweckung weltweit bereits angebrochen ist. Die Anzahl an Christen weltweit wächst schneller als die Weltbevölkerung, erklärte er, da Charisma News. Und er sagt, das war, weil sich vorher waren die Gebetsbewegung und die Evangelisationsbewegung, die waren getrennt und auf einmal kamen die zusammen. Man fing an, für Evangelisation zu beten und die Evangelisten haben mit den Betern zusammengearbeitet und das hat eine, ich sag mal, Explosion gegeben. Ja? Und dann hat Lauren hier eine Statistik zitiert, da hat er gesagt, in der Urgemeinde war jede 360. Person weltweit dann letztlich ein Nachfolger Christi mit der damaligen Bevölkerung und so weiter. Und du weißt ja, die Bevölkerungsexplosion, ne? Im Jahr 1000 war es jeder 220. Mensch auf dem Globus. Zur Zeit der Reformation war es schon jeder 69. Im Jahr 1900 war es jeder 27. Heute ist es jeder 10. Ich würde sogar sagen, jeder 8. inzwischen. Weil das war ja schon von 2017, nach den Zahlen, die mir vorliegen. Und zwar geht es da um wiedergeborene, bibelgläubige Christen. Es geht nicht um irgendwelche Namenschristen, wenn du einfach Leute, die nur Christen genannt werden, weil sie auf irgendeiner Liste stehen, in irgendeinem Laden, ja, wenn du die dazu zählst, wäre sogar jeder 4. Mensch auf der Welt Christ. Ja? Aber jeder 10. ist Christ, wiedergeborener Christ auf diesem Globus. So, und wenn du dann Deutschland anguckst, dann sagst du, sieht hier nicht so aus, ne? Ist auch nicht so, weil bei uns haben wir nach den Schätzungen, die aktuell sind, etwa 1,5% Christen. In der Schweiz sieht es ein Hauch besser aus, Holland sieht auch ein Hauch besser aus, Österreich weiß ich nicht, aber das ist so etwa das, was wir haben. Ja, eine kleine Randgruppe, fast unrelevant für irgendwelche politischen, gesellschaftlichen Entscheidungen und so weiter. Anderswo ist das anders. Es gibt Länder, da hast du 50% wiedergeborene Christen. Ja, das ganze Leben ist komplett anders. Die Gemeinden sind komplett anders. Das ganze Christsein ist komplett anders. Nicht wahr? Gut. So, und dann hat hier Lauren weitergeschrieben oder in dem Interview gesagt, was auf dem Missionsfeld geschieht, ist phänomenal. Als Beispiel gibt er an, 2007 gab es 639 unerreichte Volksgruppen. Das heißt, das waren Volksgruppen, die hatten gab es keine Christen, keine Kirche, kein Pastor, kein Missionar, nichts. Und diese Gruppe hat mindestens 100.000 Leute umfasst. Ne? So, das war 2007. Und als er das 2017 gesagt hat, ist die Zahl auf 5 schon reduziert gewesen. Ja, da heißt, da ist eine gigantische Bewegung auch von Volk Gottes, was unterwegs ist, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Und das meiste läuft von der Südhalbkugel aus, von Ländern, wo wir das gar nicht mitkriegen. Ja, bei uns ist das alles sehr gedeckelt, sehr speziell, aber eigentlich weltweit wird richtig evangelisiert und missioniert. Bei uns noch nicht. Das wird sich ändern. Ne? Gut. Und er sagt eben, die Saat sprießt, es ist zwar noch kein riesiger Baum gegeben, ja, denn dann würden das ja alle Leute sehen, aber es ist etwas, was wächst und was vorankommt. Und dann hat er noch, und damit bin ich dann hier mit dem Zitat auch am Schluss, hat er gesagt, nach Hochrechnungen geht man davon aus, dass im Jahre 2033 die Bibel in jede Sprache der Welt übersetzt sein wird. Jeder Mensch auf der Welt hat Zugang zum Wort Gottes in seiner Sprache, beziehungsweise in einer der Sprachen, die er versteht. Viele, viele Menschen sind mehrsprachig natürlich auf der Welt, sodass er also wirklich Zugang zum Wort Gottes hat. Also, wir haben hier, wenn wir von Erweckung sprechen, zum einen die persönliche Erweckung, zum anderen Regionen, Gemeinden, Verbände, die wirklich einen Lebensstil der Erweckung haben. Wir haben eine weltweite Entwicklung und dann natürlich, und das ist ja das eigentlich Interessanteste und Bekannteste, sind eben diese, ich sag mal, punktuellen Erweckungen. Sagen wir mal diese Hotspot-Erweckung. Wir hatten ja vor einiger Zeit über Azusa gesprochen, das fand ich ja so grandios. Das ist absolut das Beste, was ich an Erweckung jemals studiert habe. Azusa hat unvorstellbare Auswirkungen gehabt, hat Gigantisches bewirkt und wie ihr wisst, die haben damals verheißen, es wird eine
erneute Bewegung geben. Ich sage mal Azusa 2.0. Und die wird noch viel, viel stärker sein. Die wird die ganze Welt umfassen. Und sie wird andauern, bis der Herr wiederkommt. Halleluja. Da warten wir drauf. So, es gibt also diese Erweckungs-Hotspots, wo in einer Gemeinde oder in einer Stadt einfach sowas passiert. Azusa ist, wie gesagt, das beste Beispiel dafür. Ein drastisches Eingreifen Gottes, wo wirklich das Feuer fällt, wo die Gegenwart Gottes ist. Bei Azusa war es die Shekinah-Herrlichkeit, die dort gegenwärtig war, wo die Leute kommen, wo sie in diese dichte, übernatürliche Atmosphäre hineingehen, ja, und ihr Leben verändert wird. Ja, wo die kommen, inspiriert werden, Feuer fangen und mit diesem Feuer dann weitergehen und es weiter tragen. Und das fand ich interessant, dieser Gedanke, kommen, inspiriert werden und Feuer fangen und das dann weitertragen. Und wenn du genau darüber nachdenkst, ist es eigentlich genau das, was Gemeinden, was das Volk Gottes tun sollte. Ja? Durch Evangelisation die Leute reinholen, dann sie schulen, sie aufbauen, ja? Also entwickeln, ne? Dann sie ausrüsten mit Gaben, mit geistlicher Entwicklung, sie fördern und dann sie aussenden. Ja, damit sie in eigener Verantwortung, im eigenen Dienst wiederum andere holen. Also das ist eigentlich der Job der Gemeinde. Und wenn du dir überlegst, was wir so machen als Christen, dann ist das irgendwas anderes. Aber es ist nicht wirklich das, was eigentlich dieses urtestamentliche Konzept war. Ja? Menschen gewinnen, Menschen ausrüsten, aufbauen, aussenden, ne? Damit das Reich Gottes gebaut wird. So, diese Erweckungen, wo das passiert ist, insbesondere eben Azusa in Los Angeles 1906 bis 1909 oder 10. Das waren alles relativ kurze Zeitfenster, wenn das an so einem Ort war. Und interessanterweise waren es häufig tatsächlich so etwa 3,5 Jahre. Es waren relativ befristete Zeitfenster, wo wirklich die Gegenwart Gottes gewaltig da war. Leute kamen und inspiriert wurden, das Feuer gefangen haben und dann weitergegangen sind. Ne? Okay, wenn wir von Erweckung sprechen, bezieht sich das niemals auf die Welt, weil die Welt ist geistig noch tot, ja? Die kann überhaupt nicht erweckt werden, sondern erweckt werden kann nur das Volk Gottes, wenn es eingeschlafen ist, wenn es so vor sich hinschlummert, ne? Ja? Ist schon mal aktiv gewesen, es lebt, es ist wiedergeboren, ja, aber dann schlummert so weg. Warum auch immer. Da gibt es natürlich x verschiedene Sachen, warum das Volk Gottes schlummert, ja. Aber dann muss es erweckt werden. Es muss aufgerüttelt werden. Es muss wachgemacht werden. Das kann unter Umständen auch ein bisschen derbe sein, ja. Das muss nicht immer nur ein ganz zartes, sanftes Säuseln sein, sondern das kann auch ein derbes Schütteln sein, ne. Ich persönlich glaube, das Volk Gottes braucht Erweckung und es braucht Erweckung immer wieder. Es braucht kontinuierliche Erweckung. Ja, wir können uns nicht auf was ausruhen, wo wir vielleicht mal eine Erweckung hatten vor, was weiß ich, 20 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren. Ey, wir müssen kontinuierlich erweckt sein, in einem Lebensstil der Erweckung mit dem Herrn leben und vorangehen. Erweckung, Englisch Awakening, ja. Eigentlich besser bekannt ist der Begriff Revival, was eigentlich Wiederbelebung bedeutet. Das ist noch, eigentlich noch derber, ja. Das ist nämlich schon, wenn du was wiederbeleben musst, ist ja schon mal tot. Also das war schon was, was gelebt hat und was dann also wirklich nicht nur geschlafen hat, sondern schon fast gestorben ist. Und was der Herr aber wiederbeleben kann, da denk mal an das Ding mit den toten Knochen bei Hesekiel, dieses ganze Tal, wo einfach durch den Geist Gottes, ja, diese Knochen wieder belebt, also die kamen das Fleisch und so weiter wieder dran und dann kam der Geist Gottes und die wurden wieder zu einer mächtigen Armee. Ne? Also egal was ist, der Herr kann aus dem totesten System der Christenheit, kann er eine Armee durch diesen Wind des Geistes hervorbringen. Ne? Wiederbeleben, Revival, das ist damit gemeint. Ne? Okay, gut. Aber, ich hatte euch ja vorhin gesagt, wieso wir unser Verständnis von Erweckung haben. Ich habe festgestellt, viele Christen haben ein eigentümliches Verständnis.
Das ist so ein bisschen romantisch, verklärt, idealistisch. Ja, also so nach dem Motto, ja, Erweckung ist, wir sind in der Gemeinde und auf einmal kommen neue Leute und die sind alle nett und die bezahlen alle ihren Zehnten und die machen in den Gemeindeprogrammen mit und es ist super und die Gemeinde wächst und es ist eigentlich das, was der Pastor schon immer machen wollte, das kann er jetzt machen und es ist alles einfach nur noch gut. Der Herr wirkt mächtig, der Laden läuft, ja, die Gemeinde ist proppevoll. Alles geht wie von alleine, ist ja der Segen des Herrn. Ich persönlich glaube, dass ich das für kompletten Quatsch halte. Absoluten Quatsch. Sondern für mich ist Erweckung etwas anderes. Christen werden aktiviert, das zu tun, was sie tun sollten, was der Herr ihnen gesagt hat. Ja? Und sie fangen an zu evangelisieren, sie fangen an für Kranke zu beten, sie fangen an Dämonen auszutreiben und dann passiert etwas, dass diese Leute sich nämlich für das Christentum interessieren und einfach gewonnen werden, dass die Ernte eingebracht wird. So, jetzt kommen also, nehmen wir mal das Beispiel der Gemeinde, da ein Haufen Leute, die vom Christentum keine Ahnung haben. Die kommen aus dem Okkultismus, die kommen aus der Esoterik, die kommen aus anderen Religionen, die kommen aus dem Atheismus, die wissen nichts. Wie man so schön sagt, die sind nicht christlich sozialisiert. Ja, die wissen gar nichts. Ungezogene kleine Kinder. Also nicht im negativen gemeint, einfach sind nicht gezogen, weil sie sind einfach, woher denn? Ne? So, und die müssen jetzt trainiert werden, geführt werden, geleitet werden. Weißt du was? Stell dir doch mal eine Gemeinde vor mit, was weiß ich, 100 Leuten und jetzt kommt sowas dazu und du hast 50 solche Menschen, die plötzlich dazukommen, 100, die dazukommen, 200, die dazukommen, 500, die dazukommen. Es dauert nicht lange und die Gemeinde ist vollkommen am Ende ihrer Kräfte und muss die Türen zumachen, wenn sie nicht kaputt gehen will daran. Ja? Weil es komplett kräftezehrend ist. Ich persönlich glaube, dass echte Erweckung uns wirklich ganz, ganz schnell richtig an die Kante bringen wird, an die Edge bringen wird. Ne? Und von daher, Erweckung darf man nicht mit Erfolg vergleichen, mit Einfluss, mit Ansehen. Ja? Ach, wie schön, auf einmal ist alles toll, auf einmal ist alles super, auf einmal ist alles schön. Erweckung, wie schön. Es wird nicht so sein. Erweckung wird herausfordernd sein. Ja? Erweckung wird wirklich herausfordernd sein. Wann brauchen wir Erweckung? Wir brauchen Erweckung, wenn wir die Wahrheit wissen und glauben und für richtig halten, aber nicht praktizieren. Beispielsweise den Missionsbefehl. Wenn wir Geld verdienen, ja, auf ein relativ hohes Level setzen, aber das mit dem Geben nicht so richtig funktioniert. Wenn wir für viele Sachen Zeit haben, aber nicht fürs Gebet. Oder fürs Zeugnis geben. Wenn wir keine Freude daran haben, das Wort Gottes zu lesen. Ein absolutes Zeichen für Leute, die dringend erweckt werden müssen. Wenn uns Anbetung, egal ob mit oder ohne Musik, langweilt. Ne? Wenn wir selten an die Ewigkeit denken. Wenn wir selten daran denken, dass andere Leute auch eine Ewigkeit haben und wo sie die verbringen werden. Wenn wir im Gottesdienst gut unterhalten werden wollen. Er muss eine schöne Show laufen. Ja, die man dann auch bezahlt mit der Kollekte. Oder wenn wir kleine Sünden nicht ernst nehmen, lieblos sind, Kritik sind, andere verletzen, verurteilen, hey, dann brauchen wir Erweckung. Und vor allen Dingen, wenn wir unsere schöne Komfortzone nicht verlassen wollen, wo es uns gemütlich gemacht ist, auch in unserem christlichen Umfeld. Derek Prince hat gesagt, die meisten Menschen brauchen nur zwei Dinge zu tauschen, wenn sie siegreich leben wollen. Die Zeit vor dem Fernseher und die tägliche Gebetszeit. Switch das und dein Leben wird sich dramatisch verändern. Ja, schmeiß den Fernseher raus, erstell ihn in die Garage oder in den Keller, wo es kalt ist. Kannst du gucken, wenn du wirklich willst. Mit dem Mantel setz dich hin, aber ansonsten lass mal weg. Und nutze die Zeit, Bibel zu lesen und dich wirklich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wirklich. Dein Leben wird sich dramatisch verändern. Dramatisch und nicht zum Schlechten, das verspreche ich dir. Gut. Weißt du, die eigentliche Vorgehensweise in der Urgemeinde war Umkehr, Glaube
Wassertaufe, Geistestaufe. Ja, das ist so die normale Geschichte, wie Menschen zum Herrn kommen. Umkehr, Glaube, Wassertaufe, Geistestaufe. Und was ich dabei interessant finde, ist, die meisten Menschen in Deutschland, die sich Christen nennen, haben das alles nicht erlebt. Die meisten Leute, die sich Christen nennen, haben weder eine echte Umkehr erlebt, noch haben sie echten Glauben, noch haben sie eine richtige, korrekte Wassertaufe erlebt und die Geistestaufe dann schon gar nicht. Aber das ist das, was wir brauchen. Und das ist das, was ich glaube, was auch dann Erweckung ausmacht. Dass Menschen da hineinkommen, eine echte Umkehr machen, echt vom Herrn sich retten lassen, dass echter Glaube in ihnen aufsteht. Das ist der, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er bringt es in ihnen hervor. Und dass sie dann sich im Wasser taufen lassen und dass sie dann im Geist auch noch getauft werden. Ich glaube, dass das genau das Package ist, was der Herr für uns hat. Und ich glaube, dass das das Package ist, was der Herr auch uns geben will. Alles in allem glaube ich, dass der Herr uns eine richtige Neubelebung schenken will, echte Erweckung. Wir glauben es, wir beten dafür, wir erwarten es, wir bereiten uns vor darauf. Aber das werden nur die erleben, die auch Hunger danach haben, die Durst danach haben, die Sehnsucht danach haben, die dafür beten, die sich danach ausstrecken. Weißt du, du kannst mit jemandem, der absolut satt ist, nicht über Hunger sprechen. Erweckung geht nicht quick und easy, zack, mal eben so im Vorbeigehen, ganz nett, sondern es ist etwas, was wirklich uns dramatisch, etwas Dramatisches von uns fordern wird. Und dazu werde ich dir gleich noch was vorlesen. Vorher möchte ich dir aber zwei prophetische Worte noch kurz nennen, die das Thema Erweckung drauf haben. Die beide sind hier in unserer Broschüre. Ja, Gott und das deutschsprachige Europa. Wenn du neu dabei bist und die noch nicht hast, kannst du bei uns bekommen. Einfach bestellen über die Webseite oder ein E-Mail schreiben. Schicken wir dir gerne zu, auch zum Weitergeben. Haben wir wieder viele tausend gedruckt vor kurzem. Gott und das deutschsprachige Europa mit prophetischen Worten. Und zwei davon in kleinen Ausschnitten lese ich dir mal vor. Das eine ist von David Herzog. Der war, das Wort kam aus dem, schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2015. So wie Gott den Ruf des Paulus vom Mörder zum machtvollsten und effektivsten Apostel wandelte, also vom Saulus zum Paulus, so wird der geistliche Ruf Deutschlands, der einer Nation Gottes, der Erweckung und einer gewaltigen Missionare aussendenden Basisstation für die Welt sein. Der geistliche Ruf Deutschlands wird der sein, dass es hier Erweckung gibt. Hey, das hat dieser amerikanische, wirklich erstaunliche Mann Gottes David Herzog gesagt. Deutschland liegt im Herzen Europas. Der Herr muss Deutschland berühren, damit Europa die Fülle an Erweckung und Ernte bekommen kann. Deutschland ist eine Schlüsselnation. Wenn Deutschland einmal vollständige Erweckung erfahren hat, kann es ganz Europa entfachen. Ganz Europa entfachen. Betet darum, dass diese Erweckung Deutschland trifft, damit Europa und die Welt eine neue Welle der Erneuerung, der Ernte und der Erweckung erleben können. In diesem kurzen Abschnitt hat er hier fünfmal das Wort Erweckung gebraucht im Zusammenhang mit Deutschland. Ist das nicht cool? Hey, das ist ein anerkannter, gewaltiger Prophet Gottes, der hier so etwas weitergibt. Bete darum, dass die Erweckung Deutschland trifft, damit Europa und die Welt eine neue Welle der Erneuerung, der Ernte und der Erweckung erleben können. Europa und die Welt. Beachte mal, was der hier sagt. Was war der Punkt, der uns damals auf die Bibelschule gebracht hat? Wo war der Punkt, wo der Ruf der Erweckung uns erwischt hat? Es war die Aussage, Erweckung kommt nach Europa und Deutschland ist der Schlüssel. Exakt, das ist das, was er hier sagt. Deutschland ist eine Schlüsselnation. Ja? Wenn Deutschland einmal vollständige Erweckung erfahren hat, kann es ganz Europa entfachen. Das ist es, was wir glauben. Das ist es, wofür wir beten. Und das ist es, wofür wir uns vorbereiten, weil wir sicher sind, dass es kommen wird. Ja? Und wenn irgendeiner nörgelt über Erweckungsproklamierer oder sonst was und das für Schwachsinn hält, dann tut es mir leid. Es ist mir egal. Ich habe damit nichts zu tun. Lass ihn nörgeln. Wir wissen, wir haben unser Leben dafür hingegeben. Ja? Ich habe mit jemandem zu tun gehabt, der hat auch zum Thema Erweckung beschimpft und hat gesagt, ihr mit eurer Erweckung, das ist ein Tanz ums goldene Kalb.
Hey, ich glaube, es ist das Herz Gottes, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen freigesetzt werden, dass Menschen für Zeit und Ewigkeit ins Reich Gottes reinkommen. Es ist das Herz Gottes, dass die Ernte eingebracht wird. Sowas als goldenes Kalb zu bezeichnen, das finde ich schon echt, echt schmerzhaft und grenzwertig. Ne? Also, wir werden weiter Erweckung proklamieren und dranbleiben, und wir lassen uns auch davon, von egal wem da nörgelt oder irgendwelchen theologischen Schwachsinn, wir lassen uns nicht davon abhalten. Wir wissen, dass es die Wahrheit ist, und wir wissen, dass der Herr uns da hineinbringen wird. Gut, und dann lese ich dir hier noch ein kurzes Wort vor von mir, das der Herr mir gegeben hat. Und das ist folgendermaßen: Meine Propheten haben euch verkündet, dass es große Veränderungen geben wird, dass es eine gewaltige, dramatische, nicht aufzuhaltende Welle von Veränderung geben wird, die über Europa hereinbricht. Sie wurde als Welle der Erweckung, als Ausgießung des Heiligen Geistes, als voranmarschierende Engelsarmeen, als Invasion des Himmels, als Zusammenbrechen der Wolke der Finsternis über der Nation und über Europa bezeichnet. Propheten haben es als Tsunami gesehen, als einen Staudamm, der zusammenbricht, als den aufgehenden hellen Morgen. Sie haben es gesehen im Voranmarschieren von gewaltigen Engelsheeren in der geistlichen Dimension. Es ist die Phase, die Propheten vorhergesagt haben. Es ist eine Phase, in der ich meinen Geist ausgießen werde. Halleluja. Es ist eine Phase, wo Dinge, die über viele Jahre und Jahrzehnte unmöglich waren, urplötzlich geschehen. Zeichen, Heilungen, Wunder, gewaltige Krafttaten. Es ist eine Zeit, in der man in jedem gesellschaftlichen Bereich Hochachtung und Ehrfurcht vor dem hat, was ich tun werde. Es ist eine Zeit, wo in jeder Straße, jedem Wohnblock, jedem Dorf das Wirken Gottes das Hauptthema sein wird. Meinst du, das ist zu viel für mich? Meinst du, das ist unrealistisch? Das sagt Gott zu dem Thema, nach unserem Verständnis. Und das ist der Punkt, was wir ganz zu Anfang von diesem heutigen Gottesdienst gesagt haben. Wir haben gesagt, wir müssen davon wegkommen, das, was wir mit den natürlichen Augen sehen, als Maßstab zu nehmen, wie dieser Diener von Elisa, sondern wir müssen sehen, was wirklich in der geistlichen Welt passiert. Deshalb habe ich das Bild weitergegeben mit der eingekesselten Armee des Feindes. In der geistlichen Welt sieht es anders aus, und die Dinge Gottes können absolut hervorkommen und können wirklich, wirklich, wirklich Gewaltiges verändern. Halleluja. So, und jetzt habe ich was wirklich richtig Cooles. Etwas absolut Cooles. Das hat mich echt gepackt. Mich wirklich richtig gesegnet. Wir hatten das, ein paar Wochen vor Weihnachten haben wir das in die Hand bekommen, und wir haben dieses Buch gelesen, und ich war sowas von berührt im Geist. Es hat mein Leben wirklich, wie soll ich mal sagen, echt neu herausgefordert. Dieses Buch Feuerprobe heißt das, Feuerprobe von Frank Krause. Frank Krause ist ein erstaunlicher Mann, der einen ganzen Haufen Bücher geschrieben hat, ein deutscher Autor, und wirklich herausfordernde Sachen, interessante Sachen, prophetische Sachen, sehr bemerkenswert. Aber dieses Buch hat mich echt erwischt, richtig getroffen. Das kleine Buch über Erweckung in Deutschland. Der Titel ist eindeutig untertrieben, denn was er hier schreibt, das ist sowas von herausfordernd, sowas von bemerkenswert, wie ich das noch niemals irgendwo gelesen habe. Wir haben das Buch bei uns im Shop, wenn du es dir bestellen willst, ist nicht so sehr dick, 120 Seiten, kostet 9,50 Euro, ist nicht teuer, also gigantisch, aber gefährlich, echt keine leicht verdauliche Kost, herausfordernd. Auch in mancher Hinsicht so richtig unsere Vorstellung über den Haufen schmeißen. Echt interessant. Also, ich schätze und liebe dieses Buch, und ich werde euch jetzt mal einfach so ein paar Sachen daraus vortragen. Ja, ihr werdet dann schon merken, in welche Richtung das geht. Denn hier ist es so, er schreibt von einer Vision, die er hatte, weil er im Grunde genommen gesagt hat, man muss die Erweckung aufwecken. Ja, das war so sein Ansatzpunkt, und hat dem Herrn gesagt, okay, ich will die Erweckung aufwecken, will mich mit Erweckung unterhalten. Und dann hat er eine Vision, und die Vision ist extrem herausfordernd und extrem anders. Ja,
Und auch er selbst hatte da erstmal seinen Stress mit. Gut, Erweckung. Gibt es unterschiedlichste Ansichten. Ne? Erweckung sei beispielsweise das alleinige Wirken des Heiligen Geistes, wird behauptet. Andere sehen eher ein notwendiges Zusammenwirken von Gott und Mensch als Voraussetzung. Noch andere betonen vielmehr die Seite des Gläubigen, der Gott durch sein gehorsames Benehmen, intensive Heiligung und inbrünstiges Gebet dazu bringt, seine Gnade zu erweisen und das Volk zu segnen. Also das kann ich wirklich nur bestätigen. Es gibt diverse Bücher, wo es darum geht, quasi Erweckung, ich sag mal, zu, ja, wie so, man kann nicht sagen zu machen, sondern zu helfen. Die Leute sind erweckt und wollen, dass es passiert. Also durch Fasten und Beten und richtig da einsteigen. Das ist alles nicht verkehrt, aber bei der Liste, die ich dir vorgetragen habe, hast du gemerkt, dass der Herr jemand erweckt hat. Das war vom Herrn in der Regel oder von selbst erweckten geistlichen Leitern, die das weitergegeben haben, die ihre Leute inspiriert haben, die das, was sie hatten, einfach ihnen mitgegeben haben. Okay, die einen sagen, es kann nur durch den Klerus geschehen. Das betont nämlich der Klerus. Die anderen meinen ganz im Gegenteil, Erweckung ist eine Bewegung von unten, ja, von den Laien also. Die einen wollen dringend Gemeinden bauen, die anderen wollen hingegen Gemeinden abschaffen. Was die einen als Lösung sehen, sehen die anderen als Problem. Was die einen als Segen sehen, ist für die anderen der Fluch. Ja, tatsächlich, so ist es. Es gibt unterschiedlichste Erwartungshaltungen. Und die Erwartungshaltungen sind zum großen Teil, wie wir gleich sehen werden, ziemlicher Käse. Dann ist es so, bei vielen Erweckungsbewegungen, wenn nicht bei allen, kam es zu starken Emotionen. Ne? Leute brechen beispielsweise in Tränen aus oder schreien oder sind überschwänglich glücklich, haben ekstatische Erlebnisse, was weiß ich, ruhen im Geist oder fangen an rumzurennen oder was auch immer. Und während diese Begleiterscheinungen in vielen Fällen von den beteiligten Predigern bejaht werden, übrigens gibt es das schon seit vielen, vielen Jahrhunderten, ne? Bejaht werden, trafen sie insbesondere bei den Theologen der etablierten Kirchen auf massive Kritik und dienten oft als Anlass, um eine als Konkurrenz empfundene Bewegung insgesamt zu verurteilen. So schreibt er hier. Ja, und die Deutschen wollen dann natürlich sowieso, haben so ihre Vorstellung, wie das mit der Erweckung laufen muss. Ne? Eine beschränkte, sagen wir mal, selektive Erweckung. Eine kontrollierte Erweckung, eine ordentliche Form soll es haben. Es soll ein ordentlicher Aufbruch sein. Ne? So schön deutsch. Denn sonst kann es ja nicht von Gott sein, wenn es nicht ordentlich nach unseren Vorstellungen ist. Ne? Und dabei verstehen manche Leute unter Erweckung die Rückkehr zu den guten Sitten. Eine Art moralisches Erwachen, in dem die Leute auf einmal in sich gehen, ihr Gewissen entdecken, beschließen, anständige Bürger und Mitglieder ihrer Gemeinde zu werden. Mit Gottes Hilfe. Insgeheim hoffen eine Menge Christen darauf, dass Erweckung alle ihre Gemeindeprobleme lösen wird und auch endlich die chronischen Finanznöte. Sie stellen sich vor, dass der Heilige Geist würde wie an Pfingsten auf die Gläubigen fallen und dann seien auf einmal alle Konflikte gelöst und alle liebten sich einander. Das ist eine idealistisch-romantische Wunschdenken, das mit der Realität einer Erweckung wenig zu tun hat. Ne? Dann natürlich, und das stimmt, die kommende Erweckung wird in manchen Kreisen gerne als Projektionsfläche für Größen- und Machtfantasien genutzt. Ne? Endlich wird die Kirche vor aller Augen durch Zeichen und Wunder legitimiert sein und all die Lästerer, Kleingläubigen und Zweifler werden sich noch wundern und schämen und bekehren. Genauso ist es. Ja? Das sind Vorstellungen, wie wir uns denken, wie das sein müsste. Und wir denken, das muss dann so sein, dass das System, wie wir es kennen, beispielsweise als Gemeindesystem, als Kirchensystem, das wird so bleiben und wird dann nur ein bisschen aktiviert. Und ich glaube, das ist grundlegend falsch. Erweckung wird einfach vieles völlig auf den Kopf stellen. Erweckung beinhaltet ein Geheimnis, welches uns niemand als nur Gott alleine aufdecken kann. Aber dazu muss er uns in einen bestimmten Zustand der Bereitschaft und Empfänglichkeit bringen, was bei unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich ausfällt. Achtung! Das Mittel, welches er dazu allerdings häufig benutzt, ist eine Krise. Ach, eine Krise. Da befinden wir uns ja mittendrin.
Deshalb sind wir prädestiniert für Erweckung, meiner Meinung nach. Der Zusammenhang von Krise und Erweckung ist in den Erweckungsgeschichten reich belebt. Aber wir blenden diese Tatsache gerne aus, weil sie so unbequem ist. Ne? Die Leute schreien dann in ihrer Not buchstäblich zu Gott. Ich glaube nicht, dass es ohne das Element der Verzweiflung und des Schreins Erweckung geben kann. Ja? Gut, und dann sagt er, wenn Erweckung tatsächlich kommt, werden manche Leute davonlaufen, weil sie das überhaupt nicht aushalten, weil sie das sich völlig anders vorgestellt haben. Ne? So, wir müssen Gott erlauben, unsere Ruhe und Routine zu stören. Ja? Er muss das Recht haben, Verlangen nach Veränderung wecken zu können, uns in seine Nähe ziehen zu können, uns in seine Gegenwart bringen zu können, in seine heilige Gegenwart. Gott, der Herr, ist ein verzehrendes Feuer. Da werden von unseren eigenen Ambitionen, von unseren Vorstellungen, von unseren Wünschen und was wir uns so ausdenken, wie es denn bitte zu sein hat, von unserem angepassten, braven Christenleben, auch noch extrem deutsch und humanistisch geprägt, ja, mit griechischem Denken, da wird nicht so viel übrig bleiben, wie wir uns vielleicht denken. Echte Erweckung wird im Grunde genommen Zustände wie in der Urgemeinde hervorbringen. Er sagt hier, manche definieren Erweckung als Einbruch der Gegenwart Gottes in unsere Gegenwart. Und dabei muss man berücksichtigen, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Die Frage ist, was darf uns Erweckung kosten? An welchem Punkt steigen wir aus und winken ab? Ich bin davon überzeugt, dass schon sehr viel Erweckung abgetrieben wurde, weil niemand bereit war, die Sache auszutragen. Und dann kommt es zu dem eigentlichen Knackpunkt in diesem Buch, weil er hat in der Vision dann eine Begegnung mit der Erweckung. Und diese Erweckung ist in Form eines, Achtung, eines Drachens. Ein Drachen. Der Erweckungsdrachen. Nun, er sagt selber hier, dass er völlig verblüfft war, weil natürlich Drachen ist was Negatives. Ja? Wir denken an was Negatives, also in unserem Kulturkreis, das ist nicht überall so. In anderen Ländern und Kulturkreisen ist das durchaus komplett anders. Ja? Aber er sagt, dennoch war es etwas, als ich da reingegangen bin und das begriffen habe, was tatsächlich passend war, wenn es um Erweckung geht. Ja? Es geht um die Entfesselung großer Kräfte, mit denen man besser keine Spielchen spielt. Dies scheint mir vielen, die um Erweckung beten, überhaupt nicht klar zu sein. Und deshalb schreibe ich dieses Buch. Ihre Vorstellungen sind nett, aber nicht erschütternd. Idealistisch, aber nicht realistisch. Sie rühren an Dinge, deren Macht ihnen nicht bewusst ist und treten in einen geistlichen Kampf ein, zu dem sie möglicherweise nicht bereit sind. Denn Erweckung hat was mit Feuer zu tun. Mit Feuer. Und dann, also wie gesagt, ich habe gesagt, das Buch ist herausfordernd. Ist wirklich anders, ne? Echt anders und zwickt an unseren so schönen, braven christlichen Vorstellungen. Und dann war in einer Höhle, wo er diese Drachen gegenüber stand dann und dann kam ein Engel dazu. Und der Engel war sehr derb in seinen Ansagen, sehr derb in den Dingen, wie er die Situation unserer westlichen Christenheit beschrieben hat. Ne? Der Engel sagt beispielsweise, es ist ein gewisser Weg zu gehen, um in Erweckung einzutauchen und sie zu ertragen. Viele beten um Erweckung, ohne jedoch ihren Weg zu gehen. Sie überschlagen nicht die Kosten und landen in frommen Sackgassen, in denen sie ihre hehren Vorstellungen von Erweckung pflegen und predigen. Der Feind hat dagegen nichts einzuwenden. Diese Leute sind für die Wirklichkeit untauglich und würden echte Erweckung nicht eine Woche lang aushalten. Dann sagt der Engel, und das ist, wie gesagt, es ist herausfordernd, ich sag's dir, ja, provokativ. Man kann mit euch nichts Großes vollbringen, spricht damit also die westliche Christenheit an, weil ihr dafür einfach keine Zeit übrig habt, keine Aufmerksamkeit, keine Ressourcen und so weiter. Wenn Gemeinden wie ihr um Erweckung betet, schüttel ich nur den Kopf. Ihr habt kein Herz dafür, kein Kopf, keine Hände, keine Zeit, keine Mittel, keine Kraft, kein Gebet, gar nichts. Niemals zuvor gab es eine so missionarisch untaugliche Kirche wie euch. Ihr seid unfruchtbar. Ihr wollt Erweckung und liebt gleichzeitig den Schlaf. Ihr wollt starke Leiter
und lasst sie dann ausbrennen. Ihr wollt Aufbruch und seid es selbst, die ihn konsequent Tag für Tag verhindern. Glaubt ihr da nicht, dass ich jeden Tag hinzutun will, jeden Tag Seelen retten will, Kranke heilen will, Tote auferwecken, Dämonen austreiben will? Also bei manchen Passagen dieses Buches musste ich schlucken und musste sie dann auch 2, 3, 4 Mal lesen, einfach weil es tatsächlich so richtig an die Wurzel geht, so richtig provokativ ist, so richtig herausfordernd. Ja? Und das Ganze läuft dann so auf den Höhepunkt zu, dass er sich im Grunde genommen von diesem Erweckungsdrachen und dem Feuer des Erweckungsdrachen, ich sag mal, verschlingen lassen muss, in dieses Feuer hineingehen muss. Ja, eure Generation ist nicht reif für Erweckung. Sie ist auch noch nicht bereit, aus ihrem Traum von Erweckung aufzuwachen und sich der Realität von Erweckung zu stellen. Überlegt nur mal, wer würde heute Pfingsten aushalten? Und was würden die Religiösen dann sofort damit machen, wenn so ein Pfingsten käme? Genau, und dann schreibt er, eines der Hauptpunkte bei Erweckung ist, dass es immer zu allen Orten, immer wenn es darum geht, dass dieses Schema von Pfingsten wieder auftaucht, nämlich, dass sie zusammen waren, immer auch eine Gruppe, und gebetet haben für das Wirken Gottes, für diese Berührung Gottes, für das Kommen des Feuers in dem Fall. Ja? So, sie beginnen zu beten, erst Einzelne und dann kommen da mehrere dazu und irgendwann baut sich eine richtige Gebetswelle auf. So war das immer bei Erweckungsbewegungen. Ja, und die beten immer mehr, manche tatsächlich kommen dann richtig in so einen Gebetsgeist hinein und das auch in großer Einmütigkeit, wie wir es auch in der Apostelgeschichte lesen können. Und dann tatsächlich irgendwann fällt das Feuer. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass wir uns Zeit nehmen müssen für den Herrn. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man Erweckung machen kann, weil der Aspekt, dass Gott da hineinkommt, eben auch noch da ist. Aber wenn wir merken, dass das etwas ist, wo wir unser Leben für hinlegen wollen, dass das Reich Gottes wirklich gebaut wird und der Geist Gottes wirklich Gewaltiges tun kann und das Lamm den Lohn seiner Leiden bekommt. Ja? Wenn wir dafür unser Leben hingehen, dann werden wir auch anfangen zu beten. Wir werden anfangen zu beten dafür, dass diese Dinge durchbrechen. Und wir kommen aus unserem angepassten, braven deutschen Christsein raus. Ehrlich, ja? Wir müssen anfangen, gemäß echten geistlichen Leben zu kommen, als Himmelsbürger und nicht als brave, angepasste deutsche Bürger, ja, die alles abnicken, was über uns ausgekippt wird, was uns gesagt wird, die keine eigene Meinung haben und die zu so richtigen Kadavergehorsam gedroschen werden. Wir müssen anfangen, wie Reich Gottesbürger zu denken, ja, Himmelsbürger. Wir müssen endlich erwachsen werden. Und dazu zählt eben, meiner Meinung nach, richtig auch das Gebet. Im weiteren Verlauf kommt es dazu, dass er dann hier ein Wort weitergibt, was von Gott ist. Und da heißt es, niemals habe ich meinem Volk erlaubt, irgendetwas dem Gebet vorzuziehen oder das Gebet für irgendetwas anderes zu opfern. Hier gibt es keine Kompromisse und keine Entschuldigung. Gebet ist keine Option, sondern ein Gebot. Es nicht zu tun, ist Sünde. Und dann hat er eine interessante Bibelstelle zitiert. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das Ende aller Dinge. Seid also besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Wenn das Ende der Dinge kommt, und das ist etwas, wo wir absolut überzeugt sind, dass wir uns in dieser Zeitphase befinden, müssen wir am Gebet dranbleiben. Das ist wahres Nüchternsein. Ja? Glaubt ihr nicht, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist? Glaubt es. Es ist nahe gekommen. Und um darin zu bestehen und nicht unterzugehen, erfordert es Besonnenheit und Nüchternheit im Gebet. Er sagt, wir müssen durchs Feuer gehen. Unser Ego muss verbrennen. Unsere Ambitionen, unsere Vorstellungen, auch unsere Vorstellungen von Erweckung und so weiter, muss verbrennen. Und das, was wir so aufgebaut haben, wie der Laden so läuft, das muss in so einer Erweckung im Grunde genommen überwunden werden. Echte Erweckung, echtes, wirkliches Ausgießen Gottes, dann unterstellen wir uns der Leitung des Heiligen Geistes, dann vergessen wir unsere Programme, dann vergessen wir unsere Pläne, dann vergessen wir unsere Strategien, sondern wir werden vom Geist Gottes geleitet. Hey, und das ist gefährlich.
Weil du hast dann diese Sicherheiten nicht, auf die wir uns so gerne verlassen, gerade als Deutsche. Und weißt du was? Es ist genial. Wir haben so ein bisschen in verschiedenen Veranstaltungen schon mal davon geschmeckt. Und ich sag dir, es gibt nichts Besseres. Vergiss Programme, vergiss irgendwelche Pläne, vergiss es ist so ätzend. Ja, sondern komm in den Fluss des Geistes hinein. Das ist wahres Christensein. Dann geht's hier weiter und der Engel sagt über diesen Drachen, diesen Erweckungsdrachen, meinst du, der wird sich zähmen, domestizieren und an die Leine legen lassen, so wie ihr wollt? Fährt er durch die Gemeinden hindurch, wird er eine solche Verwüstung anrichten, dass ihr ihn nicht als Erweckung erkennen werdet, weil ihr euch Erweckung so fein und rein, ordentlich und fromm vorstellt. Aber in einer Erweckung prallen gewaltige Mächte aufeinander. Da brechen ungeheure Konflikte, Kämpfe und Wunden sowie Tiefen und Höhen auf. Das ist die Wahrheit. Was lange verdrängt und verborgen war, wird geöffnet, um bereinigt zu werden. Es geht viel tiefer, als ihr annehmt. Das ist die Wahrheit. Weißt du, es geht nicht in erster Linie darum, dass sich Menschen bekehren, was wir uns so vorstellen. Auf einmal fangen die Leute an, bekehren sich und kommen in die Gemeinden. Nein, der erste Punkt ist, dass wir aufwachen. Der eigentliche Punkt ist, dass wir aufwachen. Das ist ja Erweckung. Dass wir uns dieser Wahrheit stellen und sagen, Moment mal, was machen wir eigentlich? Sind wir wirklich Menschen, die dem Missionsbefehl erfolgen? Sind wir wirklich Leute, die das tun, was Jesus gesagt hat? Treiben wir Dämonen aus? Heilen wir Kranke? Bringen wir das Evangelium weiter? Verkünden wir das? Oder machen wir irgendwas? Ja? Was ist denn mit unserem christlichen Leben? Wie gestalten wir es denn? Ist das denn erweckungstauglich? Ne? Wirklich erweckungstauglich? Und dazu muss der Herr uns erwecken. Erwecken. Wir brauchen die Erweckung unseres Geistes, damit wir für den Herrn brauchbar sind und unser Leben hinlegen. Ja? Und wenn du mal schaust, was die Bibel da sagt, ja, dass wir unser Leben ihm wirklich geben sollen, dann ist die, gerade von Jesus, die Rede ist voll davon. Wir müssen von unserem eigenen Ding, von unseren Vorstellungen, unserem Stolz und unserem ganzen Krempel müssen wir frei werden. Und hineinkommen in das, was Gott wirklich durch uns machen will. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht bereit sind, das auf den Altar zu legen, dann wird diese Erweckung auch an uns vorbeigehen. Ja? Wir haben prophetische Worte bekommen, wo der Herr sagt, wenn das kommt, was er verheißen hat, diese Ausgießung des Geistes, wird es Christen geben, die sich darüber ärgern und die in die Finsternis abwandern. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Aber gleichzeitig werden viele, 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 viele ins Reich Gottes kommen und gewonnen werden. Ne? Der Himmel will durch uns in diese Welt fließen. Gott will durch uns seinen Geist fließen lassen. Hey, da können wir unseren eigenen Krempel und unsere eigenen Vorstellungen nicht gebrauchen. Es ist wirklich notwendig, dass wir sagen, Herr, nimm mein Leben, nimm es ganz. Ich gebe es dir wirklich hin. Ich verzichte auf meine eigenen Vorstellungen, auf meine eigenen Denkweisen, meine Wünsche, das, was ich mir so ausgedacht habe, wie sowas laufen muss und wie mein Leben laufen muss und was ich an Geld haben will und wie mein bla bla bla. Sondern ich sage, hey, Herr, ich gebe dir mein Leben, mach was, aber mach was Richtiges draus. Gebrauch mich wirklich. Der Engel erklärt weiter, das Feuer der Erweckung wird so viel eigenes, fleischliches, irdisches, dämonisches verbrennen, dass ihr meint, es würde euch nichts als Asche übrig bleiben und es könne nur der Feind sein, der euch so vernichtet. Denk an 1. Korinther 3, 12, 15. Dort ist die Rede von dem reinigenden Feuer. Ihr braucht euch nicht davor zu fürchten. Das tut ihr aber, denn es ist heiß. Erst wenn ihr es von Herzen haben wollt, das Feuer, wird das Feuer euch dienen und um euch ausschließlich auf Jesus Christus zu gründen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen nicht mit Worten und irgendwelchen komischen Vorstellungen, sondern wirklich, wirklich, wirklich auf dem Felsen stehen in den Erschütterungen, die jetzt bereits begonnen haben und die weiter zunehmen werden. Denn alles wird erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Und das Einzige, was nicht erschüttert werden kann, ist das, was auf dem Felsen Christus steht. Und wenn Menschen irgendwie rumhinken, dann wird ein Teil ihres Lebens erheblich erschüttert werden. Es ist notwendig, sich auf den Felsen zu stellen und dazu unser Leben hinzugeben für das, was der Herr sagt, wie er unser Leben gebrauchen will. Und dann wird es sehr, sehr interessant, was er sagt. Wie gesagt, geschrieben 2011.
Ihr habt gemeint, ihr wärt in eurem Land frei, Jesus zu folgen. Aber wie in aller Welt, seid ihr nur frei im Rahmen der Vorgaben von Mehrheiten, Institutionen und Regierungen, ob weltlich oder kirchlich. Sie alle proklamieren Freiheit, halten jedoch die Zügel stramm und die Möglichkeiten der Freiheit praktisch gesehen sind sehr begrenzt. Sollte zum Beispiel jemand wirklich ernst mit dem Glauben machen, ist er sofort ein Fanatiker, ein Fundamentalist, ein religiöser Spinner. Er wird diffamiert, ausgegrenzt, sanktioniert, um wieder mit der Mehrheit in Institutionen und Regierungen auf Linie gebracht zu werden. Das stimmt wirklich. Und wir alle kennen solche Fälle. Ja? Ich stelle mir vor, wie eine Gemeinde ganz naiv betet, das Feuer Gottes bzw. der Erweckung solle auf sie fallen und dann fällt es tatsächlich und verwandelt die Gemeinde in Asche. Alles, was nicht auf Christus gebaut ist, verbrennt. Das ist diese Bibelstelle auch mit diesem Holz, Heu, Stroh. Alles, was nicht Bestand hat in Christus, verbrennt. Und das kann ein großer Teil unseres Lebens sein. Ne? Welch ein Schock. Der Feuertest wird die Wirklichkeit ans Licht bringen. Den wirklichen Glauben, die wirkliche Hoffnung und die wirkliche Liebe. Wie es nur in Christus Jesus und nicht in Programmen, Liturgien und frommen Illusionen das gibt. Ich war wirklich und bin wirklich immer noch begeistert. Begeistert von diesem Buch. Und jetzt wird es richtig cool. Jetzt fängt er in diesem Buch von 2011 an und ich würde sagen, hier kam ein prophetischer Fluss hinein bei dem Frank Krause. Der hat häufig so eine prophetische, ganz interessante Ader, die dann so durchkommt. Und pass mal auf, was er damals geschrieben hat. Ja, das ist 10 Jahre her. Durch die vielen Krisen der letzten Jahre und die sich anbahnenden und immer schneller abfolgenden Katastrophen, die wie eine Kaskade auf uns zurollen, erkennen wir, dass es weder die Politik noch das Geld richten können. Die alten Sozialsysteme, die für Jahrzehnte gehalten haben, gehen vor unseren Augen in die Knie. Milliardensummen scheinen sich im Nichts aufzulösen und uns dennoch für die nächsten Jahrhunderte zu ihren Schuldnersklaven zu machen. Die großen, überteuerten und machthungrigen Projekte wie die EU treiben uns in eine Art neue Diktatur. Nationale Identitäten und Rechte werden massiv abgebaut und Superkonzerne kaufen uns auf. Bemerkenswert. Und dann schreibt er, die Frage nach dem Geist wird die zentrale Frage der Zukunft sein. Die Frage nach dem Geist wird die zentrale Frage der Zukunft sein. Amen. Das ist die Wahrheit. Welcher Geist ist in dir? Welcher Geist ist es, der uns vorantreibt? Ist es wirklich der Geist Gottes oder ist es irgendwas anderes? Wenn es wirklich der Geist Gottes ist, dann wird er uns in diese kommende Bewegung Gottes, in diese gewaltige Ausgießung, die verheißen ist, in diese Erweckung hineinführen. Ja, für diejenigen, die wirklich sagen, ja, ich will dabei sein. Die Frage nach dem Geist wird die zentrale Frage der Zukunft sein, da uns der Zerfall der gewachsenen Strukturen, Institutionen und Identitäten schon weit von jenem Geist abgekoppelt hat, der die Nachkriegsgeneration und deren Politiker und auch Kirche beseelte. Wir rudern immer mehr im Unbestimmten, Globalisierten und erleben einen raubtierhaft aggressiven Totalausverkauf. Unser Haus, also im übertragenen Sinne unser Haus, gehört immer weniger uns selbst. Mächtige Auflösungsprozesse sind im Gang, auf die wir wenig Einfluss haben. Eine Wende im großen Stil vollzieht sich. Die immensen Anstrengungen, doch noch alles irgendwie unter Kontrolle zu halten, greifen immer weniger. Das ist exakt eine Beschreibung unserer jetzigen Situation. Das ist exakt das, was du und ich jetzt erleben, wo wir genau drin sind. Und exakt das ist es, dass es darauf ankommt, den richtigen Geist zu haben, nämlich dem Geist Gottes, der uns treibt in die Dinge Gottes. Und da müssen wir eben lernen, wie am Anfang gesagt,
nicht das Natürliche zu sehen, sondern im Übernatürlichen zu schauen. Es ist zwingend notwendig, damit wir nicht die falschen Schlüsse ziehen und die große Krise kriegen, weil wir denken, der Feind siegt überall und überall feiert das böse, fröhliche Urstände, sondern dass wir sehen, hey, im Geistlichen sieht die Sache anders aus. Die Armee des Feindes ist dabei, komplett aufgerieben zu werden über unseren Ländern. Und gewaltige Bewegungen Gottes werden kommen. Und diejenigen, die dabei sind und diejenigen, die ihr Leben hingeben dafür, die werden an vorderster Front dabei sein und vom Herrn in gewaltiger Weise gebraucht werden. Und das kannst du sein. Das kannst du sein. Wer will es verhindern? Du musst nur dein Leben hingeben und dich von dem ganzen Ballast verabschieden, was du meinst, was irgendwie zum Christentum dazugehört. Wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir zu einem echten biblischen Verständnis einfach zurückkommen. Ja? Zu einem Leben in Hingabe, in Gehorsam und im Heiligen Geist, im Namen Jesus. Ja? Er schreibt hier, es müssen Menschen des Feuers sein, Menschen der Gegenwart Gottes, Söhne Gottes. Darum geht es. Das ist die Frucht des Evangeliums, welches lebendig macht. Und lebendig ist und lebendig macht. Wie die Kirche auf die Idee gekommen ist, ihre ritualisierte Form von Gottesdienst wäre das, was Gott gefällt, und stelle ein angemessenes Gefäß für das Feuer, den Geist und das Leben dar, ist verwirrend. Nur auf der Basis einer langen Kirchengeschichte voller Abartigkeit, Anmaßung und Missbrauch sowie einer Vermischung des Evangeliums mit griechischer und römischer Philosophie ist zu begreifen, wie wir dahin kommen konnten, wo wir stehen. Das Groteske ist, dass wir noch immer auf das Feuer, die manifeste Gegenwart Gottes und das Leben, welches in Strömen von uns fließen soll, verzichten können und trotzdem davon überzeugt sind, wir seien die Kirche Jesu Christi und würden an die Bibel glauben. Ja? Und viele haben sich damit arrangiert, dass die Herrlichkeit Gottes nicht da ist, ja? Die Fülle nicht da ist, ja? Die Gegenwart Gottes nicht da ist, die Überführung nicht da ist und so weiter. Und das muss sich ändern. Und in dieser Geschichte jetzt hier, seiner Vision, wird er durch die Worte des Engels immer frustrierter und sagt, wir haben keine Chance, ist unmöglich. Ich sag mal, wir sind so weit von dem weg, was Gott eigentlich will, was Gott eigentlich tun will, in unserem System und unserem ganzen Ding, was wir hier gebastelt haben. Wir haben keine Chance. Und dann ist es so, der stiert ein leeres Blatt Papier an und sagt, das wird mir zu Metapher. Wir haben nichts, was wir bringen können. Und dann sagt der Engel Folgendes. Also der hat ihn erstmal völlig desillusioniert. Ja? Und dann sagt der Engel, aber es wird Erweckung kommen. Der Sturm wird kommen. So auch die Flut und auch das Feuer über die ganze Erde. Sie wird verschlungen und gereinigt werden. Nichts wird so bleiben, wie es ist. Und exakt in diesem Prozess sind wir eingetreten. Exakt in diesem Prozess befinden wir uns. Die Dinge werden sich dramatisch verändern. Das haben wir durch die verschiedenen Prophetien in den letzten Monaten immer wieder gesagt. Es wird kein Zurück geben. Dinge sind in einen Veränderungsprozess hineingekommen. Ja, da sind satanische Strukturen, die das vorantreiben. Ja, da gibt es wirklich Menschen, Herrscher überall auf der Welt. Das ist ätzend, was die machen. Ja, es gibt wirklich Böses, was sich da momentan zeigt. Und gleichzeitig ist es etwas, wo der Herr eingreifen wird und wo Gewaltiges verändern wird. Und wir sind sehr gespannt, was der Herr da in den nächsten Monaten tun wird, mit denen, die bereit sind, dabei zu sein. Ja? Die kommende Erweckung wird heiß und stürmisch, überfluten und unentrinnbar sein. Vielleicht, so schreibt er hier, fallen die Wehen der Endzeit und die Wehen der letzten Erweckung zusammen. Und so werden die schlimmsten Zeiten gleichzeitig die besten sein, die die Kirche je gesehen hat. Und das glaube ich wirklich. Das glaube ich wirklich, dass das der Fall ist. Und das haben wir auch in verschiedenen prophetischen Impulsen und Worten so empfangen, dass das genau so ist. Ja? Dass es gewaltige Umwälzungen gibt, gewaltige Herausforderungen gibt und gleichzeitig diese Herrlichkeit gibt. Ne? Denn schau mal,
das Bild, was wir da gerne für gebrauchen, ist ja das Haus auf Sand gebaut und das Haus auf dem Felsen gebaut. Ja, und dann kommt der Sturm und der Regen und das Wasser und das eine stürzt halt zusammen. Erschütterungen werden kommen, um alles zu erschüttern. Aber weißt du was? Der Sturm und das Wasser kommt auch an das andere Haus. Beide Häuser werden in diesem Sturm stehen. Beide Häuser werden geschüttelt. Beide Häuser werden von diesen Wassermassen und von diesem Sturm geprüft. Nur das eine hat ein Fundament und wird das gut überstehen und das andere eben nicht. Das eine ist das Reich Gottes und das andere ist das Reich der Welt, was abtaufen wird. Ja, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Ja, und dann, und damit bin ich hier zum Ende mit diesem Buch. Erst wenn ihr begreift, dass ihr am Ende seid, schreit ihr zu Gott und ruft wirklich nach Erweckung, beziehungsweise nach einem neuen Anfang. Erst wenn ihr begreift, dass ihr euch in eine Sackgasse manövriert habt und aus eigener Kraft nicht wieder herauskommt, schreit ihr um Hilfe und lasst euch mit genügend Verzweiflung und Hingabe auf Erweckung ein. Dass sie euch so behandelt und führt, wie sie will und nicht wie ihr es wollt. Erst wenn ihr begreift, dass es um Leben und Tod geht, wacht ihr genug auf, um zu drastischen Maßnahmen zu greifen. Halleluja! Wie gesagt, dieses Buch Feuerprobe, ein genialer Segen für mich, vielleicht sogar auch für dich. Es hat mein Denken zu diesem Thema, zu der Bewegung Gottes, einfach herausgefordert. Weißt du, immer, wir alle stecken doch da so drin. Wir haben unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen, unser Denken und auch ein paar aus der Vergangenheit, wie das da gelaufen ist. Und dann denken wir, so muss es auch laufen und so weiter. Und ja, auch kulturmäßig auf unsere Dingen, wie das so vorgestellt ist, muss so passen und so weiter. Und ich glaube, es wird nicht so sein. Es ist eine heiße, feurige Walze des Herrn, die sich über das Land bewegt. Es ist etwas, was wirklich Veränderung bringt, auch bei uns. Und wir müssen Leute sein, die sagen, Herr, nimm mein Leben, nimm es ganz, gebrauche mich so, wie du willst und nicht, wie ich es mir ausgedacht habe. Es ist das Opfer des hingegebenen Lebens. Und das ist etwas, was ich glaube, was das Wichtigste ist, was Erweckung hervorbringen kann. Nicht irgendein Aktionismus im Sinne von, jetzt machen wir alle irgendwie und proklamieren irgendwelche Bibelstellen aus dem Chronikbuch oder sonst was, sondern wir leben unser Leben hin und sagen, Herr, mein Leben soll dir gehören, gebrauch mich, verwende mich, nimm mich ganz, ich gebe es dir auf den Altar. Füll mich mit deinem Füller, Feuer, füll mich mit etwas Neuem, füll mich mit deinem Segen, füll mich mit dem, was du für mich hast. Ich bin bereit, da hineinzugehen. Ja? Und dafür wollen wir gerne beten, ja, dass ihr da wirklich einfach diesen Segen, dieses Feuer vom Herrn bekommt. Ja, wir selber strecken uns auch danach aus. Wir selber wollen auch mehr davon. Es ist nicht so, dass wir das haben oder was, ja? Sondern wir sagen einfach, wir wollen mehr. Gott hat mehr für uns, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr und es muss echt, wie soll ich mal sagen, dieses Feuer muss fallen. Diese Bewegung Gottes muss reinkommen. Wir brauchen es. Du und ich. Und dafür wollen wir beten. Yes, Amen. Yes. Ja. Ich bin sehr begeistert und habe gedacht, das ist eine gute Entscheidung gewesen, Erweckungsproklamierer zu sein. Erweckungsproklamierer. Und das wollen wir auch festhalten, dass wir das vorantreiben. Als erstes durch unser Gebet, durch unser Reden, dass wir die Dinge nicht wegschwätzen, dass wir uns nicht auf Nebenschauplätze führen lassen, sondern wirklich in diese Erweckung investieren. Ja. Das ist ein Gutes. Das ist es. Das ist das, was wir eigentlich wollen, was der Heilige Geist in uns eigentlich durch unser Leben hervorbringen will, dass wir wirklich Frucht bringen, auch für die Ewigkeit. Genau. Amen. Genau. Boscho Kalabas Sambo Matia Kasai. Herr, wir danken dir dafür, dass wir gemeinsam hier mit einfach den Geschwistern hier, die zuschauen, die sagen, ja, da will ich dabei sein, dass wir vor dich kommen können, dass wir beten können und sagen können, Herr, sende dein Feuer. Yes. Herr, sende dein Feuer. Hier sind Menschen, die strecken sich danach aus. Hier sind Menschen, die sagen, ja, ich will gebraucht werden. Ja, ich will mehr vom Herrn. Ja, ich will meine Ambitionen und meine Vorstellungen und mein ganzes Gemäch und meine theologischen Konzepte und was ich bin bereit, auf den Altar zu legen und zu sagen, Herr, nimm mich
nicht ganz. Gebrauche mich wirklich so, wie du willst. Nimm mich und wirke durch mich, dass Menschen gerettet werden, befreit werden, erlöst werden, geheilt werden, wie bei den Jüngern. Nimm mein Leben, Herr, wie auch immer. Aber ich brauche dein Feuer. Ich brauche deine Erfrischung. Ich brauche deinen Geist. Ich brauche eine neue, wie soll ich mal sagen, Durchdringung von dir. Ja, wie die Jünger das zu Pfingsten brauchen. Wie die Jünger das bei dem zweiten Pfingsten in der Apostelgeschichte 4 brauchten. Ja, wo sie gebetet haben, Herr, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen und strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen. Das ist es, was wir brauchen. Und wir beten, Herr, dass du das schenkst. Wir beten, dass du das uns gibst. Wir beten, dass du uns mit einem Feuer einfach komplett einhüllst und dass diese ganzen elenden Dinge, die uns davon abhalten, das zu tun, was du willst, dass das weggebrannt wird. Alles, was nicht Wert hat, was nicht in deinen Augen wert ist, dass es weggebrannt wird. All der Stolz, all die Vorstellung, all dieses falsche griechisch-humanistisch verbohrte Denken, all dieses, was da einfach bei uns so drin ist, nimm es weg und mach uns zu Gefäßen, die du gebrauchen kannst, Herr. Nimm uns und mach aus dem Wasser, was in uns drin ist, wirklich den besten Wein. Gebrauche uns nach deinen Vorstellungen, nach deinem Willen, nach deinem Herzen. Herr, unser Herzenswunsch ist, komm mit deinem Feuer auf uns in ganz neuer Art und Weise. Komm mit deiner Gegenwart auf uns, mit etwas, was wirklich uns durch und durch und durch reinigt, durch und durch durchbrennt, dass die Schlacke wegkommt, dass der Dreck wegkommt, dass all die falschen Dinge wegkommen, die Sünde, die da noch drin ist, die versteckt ist, all dieses Suchtzeug, dieser Dreck, wo wir irgendwie mit so rumkokettieren, dass wir so geringschwätzen oder sowas. Nimm es weg und brenn es aus uns heraus, Herr, dass wir wirklich, wirklich Leute sind, die vorwärts gehen mit dir hinein in das, was du tun willst. Ja, wir wissen, es gibt in unserer Nation, in Deutschland, auch in Österreich, Schweiz und so weiter, es gibt nicht viele Christen. Und es gibt noch weniger, die sich bereit sind, ihr Leben wirklich hinzugeben. Und es gibt noch weniger, die sagen, ja, ich akzeptiere, dass ich mich vom Feuer Gottes reinigen lasse, weil ich bei dieser Bewegung Gottes dabei sein will. Und ich bete für jeden, der da sagt, da will ich dabei sein. Und ich spreche aus, dass du ihn nimmst und dass du zu einem mächtigen Zeugen deiner Herrlichkeit machst. Zu einem mächtigen Mann oder Frau Gottes, die Dinge wirklich bewegt. Die Nation Changer ist, die History Maker ist, tatsächlich real. Boscha kapasia kalabadoya kasai. Marambossa kalabadaya kasoya. Herr Jesus, du hast damals Menschen berufen, ihr Leben hinzulegen, mit dir zu laufen. Und du hast gesagt, komm und folge mir nach. Yes. Komm, du hast sie rausgerufen aus dem System, in dem sie gewesen sind. Das war noch nicht mal schlecht, aber es war etwas, was du als einen heiligen Ruf auf ihr Leben gelegt hast. Und Herr Jesus, ich glaube, dass du heute, jetzt gerade in dieser Zeit, zum Menschen sagst, komm, folge mir nach. Ja. Komm, nimm dein Leben und gib es mir ganz und völlig und vollkommen. Dass du die Werke tust, die ich in deinem Leben tun möchte. Dass du den Plänen folgst, die ich für dein Leben habe. Amen. Dass du dein Leben hinlegst für die Ziele und Absichten des Reiches Gottes. Du sollst ein Reich Gottes Arbeiter sein. Du sollst in der Ernte gefunden werden. Nicht auf der Couch und nicht hinter dem Fernseher. Nicht unter dem Prügel der Angst. Nicht unter den Verlusten und unter dem vernebelten, dämmerigen irgendetwas deines Lebens. Amen. Sondern du sollst ein Lichtverkündiger sein. Du sollst ein Lichtträger sein. Amen. Mein Licht ist in dir und du sollst Licht sein, weil ich Licht bin. Amen. Das höre ich, wie der Herr das zu uns sagt. Zu mir und zu dir und zu jedem, der hier ist. Ja. Sei ein Lichtträger. Wecke die Morgenröte. Sag den Menschen, es ist ein neuer Morgen. Nach der Nacht wird es einen neuen Morgen geben. Und ich will jemand sein, der Verkündiger der Nachricht ist, es ist ein heller Morgen. Die Freude kommt auf. Die Tränen der Nacht sind zu Ende. Amen. Erweckung kommt in unser Land. Erweckung kommt in unsere Nation. Lasst uns doch nicht mit den Wölfen heulen, die nur Schlechtes erzählen. Sondern lass uns die gute Botschaft verbreiten. Lass uns Erweckungs
Proklamierer sein. Amen. Amen. Echte Erweckungsproklamierer. Yes, Herr. Das wollen wir. Wir wollen Leute sein, die bereit sind, für das, was du willst, Amen. Yes. alles hinzugeben. Ja. Du hast alles gegeben. Der Vater hat alles gegeben. Yes. In uns als Menschen. Nicht in die Engel, aber in uns. Er hat uns geformt mit seinen Händen. Er hat seinen Geist in uns hineingeatmet. Er hat uns geschaffen. Amen. Er liebt uns. Er hat uns kreiert als ein Gegenüber, als ein Ebenbild. Der Vater. Der Sohn hat alles gegeben. Er ist Mensch geworden, um dieses Elend des gefallenen Menschen, des sündigen Menschen, der von Gott getrennt ist, zu überwinden. Amen. Er hat sein Leben hingelegt, wurde Mensch, kam in diese Begrenztheit der Schöpfung, ging ans Kreuz, wurde getötet von den Menschen und hat den Tod überwunden, die Sünde überwunden, die Hölle überwunden, den Feind überwunden und ist zum Himmel aufgefahren und wartet darauf, dass er die herrliche Braut zu sich holen kann. Ja, er hat alles investiert. Der Vater hat alles gegeben, der Sohn hat alles gegeben und der Heilige Geist hat sich komplett ausgegossen. Er ist Gott in uns, in dieser Phase. Hey, Gott hat alles gegeben für dich. Ja. Was gibst du ihm? Was ist das, was wir bereit sind, ihm zu geben? Wo ist unser Dank? Yes. Das Geringste, was wir sagen können, ist, mein ganzes Leben gehört dir. Das ist es, wofür wir stehen sollten. Und das ist es, was wir als Kinder Gottes tun sollten. Dass wir sagen, egal was, mein Leben gehört dir. Mach, was du willst. Gebrauche mich nach deinen Absichten. Gebrauche mich nach deinen Plänen. Gebrauche mich so, wie du willst, wofür du mich geschaffen hast. Und alles andere, allen Ballast, schiebe ich zur Seite und sage, Herr, mein Leben gehört dir. Das haben wir alle gemacht. Wir haben alle gesagt, Jesus sei mein Herr, ich gebe dir mein Leben. Und wie viel haben wir wieder das Leben genommen? Gib es ihm neu hin. Im Namen Jesus bete ich für jeden Einzelnen, dass er mit Bereitschaft, mit Freude, mit Hingabe, mit Überzeugung neu sein ganzes Leben dem Herrn der Herren und dem König der Könige gibt und sagt, Herr, nimm mein Leben ganz. Und ich tue Buße, wo auch ich tue Buße, wo ich irgendwelche Sachen wieder genommen habe, wo ich mir irgendwelche Sachen so einfach wieder mir in meinen Herrschaftsbereich geholt habe, wo ich dich nicht Herr sein lasse, sondern wo ich irgendwas mache, wo du nur auf der zweiten Platz bist oder sonst was. Ich will dich wirklich, wirklich, wirklich auf dem Thron meines Lebens sitzen lassen. Ich gebe dir alles hin und ich bin bereit, mit dir in das hineinzugehen, was du für mich hast. Basi potokoshi ya kalamanaya kasambo maraso kabadiya kasai kalabado kasiya matoya kasamba maso. Hör, mein Volk, hör, mein Volk. Es ist eine Zeit angebrochen, wo du nicht mehr spielen kannst. Es ist eine Zeit angebrochen, wo du nicht mehr mein Wort gering achten kannst. Es ist eine Zeit angebrochen, wo du dich entscheiden musst, auf welcher Seite du stehst. Du kannst nicht mehr hinken. Basi patokoshaya, ramboso manataya kasu, lambosi amatoya kasai, rabosaka patia kashoya, kalamanoya kasuya. Achte meinen Ruf nicht gering. Yes, amen. Es wird Erschütterung kommen. Es wird Feuer kommen. Es wird gewaltige Fluten kommen. Wo wirst du stehen? Mach dich jetzt bereit, dass du positioniert bist in der Armee des Herrn. Stell dich nicht gegen das, was kommt. Sonst wirst du davon weggespült, sagt der Herr. Herr, wir ehren und wir preisen dich für dein Wort. Wir ehren und preisen dich, dass du in unser Leben hineinsprichst. Du hast uns das Leben gegeben und wir sollen Anbeter in Geist und Wahrheit sein, unser ganzes Leben lang. Und wir wollen dir das wirklich sagen, jetzt. Ich gebe dir mein Leben. Du darfst der Herr, der Bestimmer, der für mich vor mir steht, sein. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Ich will dir folgen dahin, wo du sagst, dass ich gehen soll. Und ich richte mein Herz und mein Wollen und meinen Willen, meine Seele und meinen Geist aus auf dich. Yes. Ich will dich zuerst lieben, dich ehren, von ganzem Herzen, ganzer Seele und all meiner Kraft. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen.
Yes. Das ist eigentlich normales Christenleben. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir im Neuen Testament lesen. Ja. Also, uns liegt es schon daran, ja, diese Erweckungsfeuer rüberzubringen. Ja. Und wir wollen nicht alleine in dieser Sache unterwegs sein. Wir wünschen uns, dass so viele damit bereit sind und das mittragen. Und das, was der Herr verheißen hat, ist gigantisch. Es ist überwältigend und er will Menschen dazu gebrauchen. Ja? Und wir sehen das beispielsweise bei Azusa. Das waren so schwache Persönlichkeiten. Aber die waren willig. Die haben sich ihm hingegeben und die haben zugelassen, dass er sie gebraucht. Ja. Und es gibt nichts, was unmöglich ist mit dem Herrn. Ja? Wir gehen in super spannende, super herausfordernde, super feurige Zeiten hinein. Halleluja. Halleluja. Aber es wird einen Unterschied machen, ob wir in Erweckungszeit hingehen oder ob wir uns in der Panik, dem Druck und der Angst bewegen. Ja, das läuft parallel, das ist, Licht und Finsternis. Das glaube ich auch. Das läuft komplett parallel. Ja. Und der Punkt ist wirklich, wo schauen wir hin, wo bewegen wir uns, was ist unser Fokus? Ja. Und das ist auch die Welt, die Nachrichten, die News, auch Fake News, alles will an uns ziehen und will uns in ihren Sumpf ziehen und ihren Dreck und ihre Furcht, Angst, Blödsinn. Wohingegen gleichzeitig der Herr sagt, hey, die Mächte des Feindes sind umzingelt und werden eingekesselt und werden gerade aufgerieben. Genau. Ja? Also wir sind überzeugt, der Herr hat Gewaltiges für uns vorbereitet und wir dürfen hineingehen. Amen. Amen. Bevor wir jetzt Tschüss sagen, nochmal ganz kurz hier zur Erinnerung unser Freundesbrief mit dem prophetischen Wort, es wird kein Zurück geben und fürsorglich ins neue Jahr geleitet. Also wirklich von unserem Herzen etwas für das Jahr 2021. Wenn du noch nicht bei uns den Freundesbrief bekommst, dann trag dich ein auf der Webseite, dann kannst du ihn noch bekommen, der wird nächste Woche verschickt. Alles, was bis morgen eingetragen wird, morgen Nachmittag, bekommt den. Und wie gesagt, wenn dich das Buch nicht zu sehr gestresst hat, kannst du es also bei uns im Shop bekommen. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Ich bin Frank Krause dankbar, dass er das Buch rausgebracht hat und dem Verlag hier, Glory World auch. Also das ist wirklich grandios. Und wie gesagt, es hat uns gesegnet und sehr, sehr inspiriert. Und ja. Und es ist mal ein deutscher Autor. Ein deutscher Autor, nicht Halleluja. Nicht nur alles Ausland, Englisch. Wie gesagt, und lass dich davon auch einfach inspirieren. Und das hier wird dich auch inspirieren. Halleluja. Ja, das stimmt. Sehr gut. Und vielleicht, wenn du darüber nachgedacht hast, denk nochmal an dieses Thema Nisi Beta. Falls du in Fragen bist, wir haben so eine kleine Information, PDF vorbereitet, kann ich dir gerne schicken. Schreib mich einfach an, dann kannst du mal sehen, was wir uns da so ein bisschen drunter vorstellen. Genau. Halleluja. Das war wirklich diesmal was von unserem Herzen. Ja. Wie immer. Ja, wie immer. So, wir freuen uns, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen, wenn wir zusammen sind. Und wenn wir gemeinsam vorwärts gehen in dieser Erweckung und dem Wort Gottes, dem Proklamieren und seinen verheißungsorientierten Leben, dann freuen wir uns und wir verabschieden uns jetzt. Jawohl. Seid gesegnet, und habt eine wirklich gesegnete Woche mit dem Herrn. Ja. Ciao. Seid gesegnet und umarmt das Feuer des Herrn. Yes. Blessings. Thank you.